verlieren, weil es besonders gut gemacht hat. Wir schauen jetzt mal auf Jin Air gegen SKT, sehen den Fiora-Bann mal wieder. Interessant, dass Fiora offensichtlich so wieder da ist, wo wir nicht mehr so oft diese Carry-Top-Laner, sondern wirklich mehr diese Tank-Top-Laner sehen. Das kann natürlich aus Scrims so eine Erfahrung sein, die man gemacht hat, dass man sagt, SKT mittlerweile da sehr, sehr viel im Split-Push unterwegs und mit Carry-Top-Lanern. Deshalb ging Duke da auf jeden Fall der Bann von Fiora. Ja, wir haben tatsächlich jetzt auch wieder den Rise-Bann von SKT. Sie spielen auf der gleichen Seite. Die Teams können sich quasi aussuchen, auf welcher Seite sie spielen. Die haben dann abwechselnd die Wahl. Und das ist ein Azir-First-Pick. Jetzt bin ich gespannt, wie SKT reagieren wird. Faker wird sicherlich sehr viel Erfahrung gegen Azir haben, damals auch gegen Izikun. Sie holen sich einfach direkt wieder Maokai, Sivir, haben damit eine schöne Rotation abgegriffen. Jetzt könnte natürlich wieder ein Trundle passieren. Gut möglich, man kann den AD Carry dazu picken und verrät nicht allzu viel. Vor allem, weil man ja auch schon den Midlaner verraten hat. Möchte man eigentlich jetzt ungern die Toplane so früh auch noch verraten, selbst wenn sie einen Maokai haben. Diesmal aber gleich den Azir gesichert und damit natürlich auch eine Möglichkeit, diesen Zilean-Pick quasi zu ignorieren, weil Zilean funktioniert gegen Azir überhaupt nicht gut. Da kriegst du auf der Lane ziemlich auf den Sack, deshalb wird man hier, denke ich, um diesen Zilean-Pick wahrscheinlich... Weißt du, was jetzt mir gut gefallen würde? Rumkommen. Kindred zu picken. Kindred würde auf jeden Fall wieder passen, weil man nimmt da die Möglichkeit weg, die man eben gesehen hat, einfach. Ne? Auch diese Kombination aus allen Champions. Allerdings, glaube ich, werden wir auch nicht die gleiche Team kommen sehen wie eben, weil Zilean in den Azir reinzupicken wäre wirklich ein bisschen sehr töricht, möchte ich meinen. Ja. Wir haben ja Nidalee vorhin ignoriert worden, Nidalee Trundle. Also damit in der Hinsicht ein bisschen aggressiver, gar keine Frage. Ich bin gespannt, was auf der Midlane kommt. Irgendwas Sicheres wäre ganz gut, ja, was aus der Distanz funktioniert. Soll man natürlich überlegen, was auch gegen Azir gut funktioniert. Man kann, wobei eine LeBlanc würde sogar gut, wäre echt gut gegen Azir und gegen die Nidalee tatsächlich. Wir haben jetzt Graves und Tahm-Kench. Ich könnte mir halt einen Varus super gut vorstellen, aber der Varus würde halt nicht mehr so richtig in den Teamkomp reinpassen, weil du schon sehr, sehr AD-lastig bist. Wir haben jetzt Tahm-Kench. Das ist interessant als Supporter, höchstwahrscheinlich. Also alles andere würde mich jetzt hier schon extrem überraschen. Für die Sivir einfach noch als Peel. Ja, um ihre Immobilität wettzumachen. Sie hat ihre Ulti, aber sonst nicht so viel. Denn er bleibt sich ansonsten relativ treu, hat dann nochmal die Poppy mal wieder auf die Toplane. Und es ist eine Lissandra. Finde ich gut, ist eine gute Wahl, weil du zwingst damit auch in der Mitte natürlich einen Cleanse mitzunehmen. Hast immer einen TP-Vorteil und damit auch immer einen Flank und einen Engage-Vorteil. Und den Engage willst du mit dem Team halt in dieser Komposition haben. Auf alle Fälle. Da wäre natürlich wieder eine LeBlanc weniger gut, wenn du eine Teamfight-Comp hast. Das wäre dann wirklich nur auf der Lane gut gegen die Nidalee, gegen den Azir. Ja, ich bin allgemein von LeBlanc nicht so ein Fan momentan. Es gibt so viel, was sie countern kann. Dann sehen wir uns Maokai an, der aufgepickt wird. Sehen wir uns Poppy an, die aufgepickt wird. Wir haben Trundle, der da kein Problem hat. Und LeBlanc hat gegen Azir auf der Lane auch ziemlich Probleme, wenn sie gegen guten Azir wirklich spielt. Das ist gar nicht so zu überschätzen, dieses Matchup. Man sagt ja in der Theorie, LeBlanc, die rasiert Azir. Aber Azir hat ziemlich viele Mechaniken in diesem Matchup, die ihn auch sehr, sehr gefährlich für LeBlanc machen. Klar. Ja, also, schön, wie die Konzepte hier feststehen. Ich muss sagen, wieder SKT mit einem krassen Teamfight-Team, aber das zeichnet sie auch einfach aus. Und da gibt es so viele Varianten. Schön, dass wir mal wieder so einen ehrenlosen Tahm-Kench sehen. Wir haben ihn ja teilweise nur auf der Top-Lane noch gesehen, bevor er genervt wurde, aber seitdem die Ultimate mit diesem prozentualen Schaden genervt wurde und das schon ab Level 6 sehen, gar nicht mehr auf der Top-Lane. Krasses, also viel krasser finde ich auf der Top-Lane sogar fast noch die Stacks, dass die sich jetzt, vorher konntest du wirklich Q treffen und mit dem Q poken und dass die Stacks automatisch aufgebaut. Das fand ich halt relativ krass. Jetzt musst du die Auto-Attacks haben, was du vorher wirklich nicht musstest. Ja. Und das finde ich sogar fast noch den krasseren Nerf, ehrlich gesagt. Oh, wieder wunderschöne Sivir-Skin. Das ist auch mein Lieblingsskin. Ja, los geht's ins Spiel hinein. So, da sind wir auch schon im zweiten Spiel dieses Best of Fives. Und man begibt sich sofort in Position. Die Frage ist halt, werden wir diesmal wieder die Lanes gegeneinander ausgespielt sehen? Oder werden wir halt diesmal wirklich einen Lane-Swap sehen? Ja. Wir haben jetzt hier, ja, wirklich die Dissandra, die mir gut gefällt. Varus hätte mir nicht so gut gefallen. Im Chat gerade gesagt, ja, der einzige Grund ist, die Full AD kommt. Finde ich überhaupt nicht, dass es der einzige Grund ist. Weil, was macht ein Varus in einer Teamfight-Comp? Ja, Varus ist eher ein Poke-Champion für eine Poke-Comp. Und weniger dann wirklich ein Teamfight. Natürlich hat er noch eine schöne Ulti und so weiter. Er ist halt stark gegen den Azir auf der Lane, aber das ist halt wirklich das Einzige, was da
was in dem Fall, entspricht. Ja, genau, wenn du jetzt nur Poke-Comp wirklich hättest spielen wollen, ja, hättest du vielleicht noch einen Corki mitgehabt, hättest selber die Nidalee gehabt oder sowas. Aber die Nidalee im Jungle hättest du dafür mindestens gebraucht. Dann hätte ich gesagt, alles klar, hol dir den Varus. So, aber das wollten sie nicht und SKT gefällt mir sowieso nicht so gut auf einer Poke-Comp. Dafür sind sie in meinen Augen einfach viel zu ungeduldig oft. Ja, und sehen ihre Chancen nicht. Also, Lissandra ist schon sehr, sehr gut. Gerade wenn man dann flankieren kann, zusammen mit Maokai. Also die Backline wird da keine Chance haben. Und die Backline ist in dem Fall halt wirklich Azir und Lucian. Ja, gerade Azir ist in Teamfights nicht so mobil, wie man denkt. Ja, weil wenn er seine Sandsoldaten einmal positioniert hat, dann kann er sich nur zu den Sandsoldaten ziehen. Und du hast nicht immer einen im Petto oder nicht immer dieses, das kostet eine Menge Mana. Das unterschätzt man. Man denkt, oh ja, man sieht diese krassen mobilen Azir-Moves, aber in Teamfights ist es halt oft so, dass du es halt nicht machen kannst. Ja, und dann hast du, gut, da hast du einmal die Wall, guter Spieler Flashback drüber, oder ein Maokai hast halt, der sagt, ist mir doch egal. Und Maokai ist halt auch so ein Punkt, er ist extrem ätzend für Azir. Wenn da einmal CV Ultimate kommt und der Maokai kommt ran an den Azir, er hat zwar einen Cleanse zur Verfügung, aber Maokai bringt so viel CC mit sich und da kann er halt seine Range mehr ausnutzen, wird halt so weit zurückgedrängt. Azir hat eine super gute Range, aber sobald ihm halt ein Tank im Gesicht klebt, muss er halt zurückhalten und kann halt nicht mehr so richtig in den Fight mit reingehen. Das wird auch ein großes Problem wahrscheinlich für ihn in diesem Matchup werden. Ja, es kommt gerade nochmal ein Einwand, die Gegner müssen gegen eine Varus-Ult auseinanderlaufen. Ja, wow, das willst du aber auch gegen eine Lissandra, das willst du generell gegen eine Teamfight, kommt dich halt nicht in den Teamfight drücken lassen. Ja, na, mit dem Argument hätten wir auch eine Orianna picken können. Ja, das ist nämlich auch Zoning mit dem Ball. Du darfst im Endeffekt nicht vergessen, du hast eine Lissandra mit dem Hourglass, du hast einen Graves, der ein QSS baut, du hast einen Hourglass mit QSS. Hier hast du schon früh den Damage raus. Ja, Flash, Läuterung, beides genutzt von Qsen. Wolf zwar das Erschöpfen, aber allein der Trade hier, was die Lebensleisten angeht zwischen Faker und Qsen, das hat sich ja auch schon gelohnt für SKT. Oh, der jetzt kommt Wolf wieder, Blanc mit dabei. Ja, Zunge, wer hat die jetzt noch getroffen? Wir müssen halt die Lissandra Cooldowns abwarten. Wenn da Kralle mit einem Snare kommt, dann haben sie ihn an der Stelle. Also dieses Summoners im Early zu verlieren gegen Lissandra ist gar nicht so viel wert. Gerade weil Azir Champion ist, der kann im Early und will eigentlich auch Lanes in der Mitte richtig gut pushen. Er stellt seine Sandsoldaten Level 1, 2, 3 auf und dann pusht er die Lanes einfach rein. Und da kannst du mit Lissandra auch nicht viel gegen machen, gerade weil Azir eine super hohe Range hat im Vergleich zu dir. Ja. Lissandras Range ist halt wirklich bis dann hoch, wenn du direkt diesen Q splitten kannst an Minions und dahinter den Gegner triffst. Falls wir noch nicht drauf eingegangen sind, wir sehen hier den Lane-Swap, sehen wir sehr, sehr oft. Also hier hat Chris mal Unrecht, aber wir sehen bei dir eben nicht immer nur die Standard-Lanes. Ja, ich habe gesagt, über 50%. Ich habe mich ja da ein bisschen revidiert. Ein weiterer Vorteil, Lissandra hat fast immer einen Teleport-Vorteil auf der Lane, weil alle eben gegen sie Läuterungen mitnehmen müssen. Deswegen ist sie da schon da. Hier geht's früh zurück. Man hat 1 zu 1 die Türme getauscht. Und Faker ist jetzt einfach schon mit Doppeldorans auf der Lane gegen Qsen, der nicht mehr volles Leben hat, der schon viel Mana kassiert hat. Faker kassiert ja auch ein bisschen was, aber er hat auch noch seine Tränke. Sollte also für ihn da ganz okay sein. Das ist ein wichtiger Punkt. Er hat zwar diese Mechanik, dass er über seine Passive immer mal wieder ein Spell umsonst casten kann, aber die hat einen verdammt hohen Cooldown und Azir hat einen verdammt hohen Druck. Und mit Lissandra hast du keine andere Wahl, als in dem Matchup wahrscheinlich in deinem Tower zu lasten. Und da brauchst du einfach das zusätzliche Mana, das du über diesen Dorans bekommen kannst. Absolut notwendig. Ich meine, hätte er jetzt eine sicherere Laning Phase gehabt, hätte er direkt auf den Katalysator gehen können, wenn er es überhaupt möchte. Aber ich denke, auch in dem Matchup ist ein Rod keine Variante, also braucht er halt wirklich das zusätzliche Mana. Es ist krass, wie offensiv wie der SKT in diesem Spiel vorgeht mit dieser Teamfight-Combo und auch vor allem wie früh. Liegt aber auch eben daran, dass wir diesmal Laneswap haben und die Supporter eben den Raum haben zum Roam. Und das können beide gut. Wobei ich Tahm Kench da sogar noch ein bisschen besser sehe, ehrlich gesagt. Weil Tahm Kench ist einfach so ein ehrenloser Champion. Sein komplettes Kit ist extrem stark. Er wurde halt nicht umsonst schon das ein oder andere Mal komplett genervt. Der erst dieser Movement Speed auf dem W, den du bekommst, wenn du einen Teammate runterschluckst und jetzt halt noch komplett erschaden, um ihn aus der Top-Lane zu eliminieren. Aber man sieht, er hat halt trotzdem noch seinen Utility-Faktor behalten, weil das Champion-Kit als solches ist ja nun mal das Gleiche. Vor allem den Schaden darfst du trotzdem nicht unterschätzen, weil wenn du den Gegner fressen kannst, ist das besonders gegen Tanks effektiv, weil du prozentualen Schaden verursachst. Das Fressen ist, glaube ich, das, was du am wenigsten durchbekommen wirst. Das stimmt. Wobei, gegen den Tank kriegst du die Stacks häufiger mal, wenn alles weg ist und nur noch der Tank übrig ist. Du hast doch nicht vergessen, dass du dieses Fressen zum Beispiel auch QS essen kannst, ne? Ja, ja. Ja, aber es ist halt wieder so Thema Top-Lane-Matchup und so. Weswegen auch die Stacks wieder so wichtig sind, dass sie eben nicht mehr so lange Bestand haben.
Aber es stimmt schon. Vorher könntest du immer mit dem Q schön nerven. Ja, aber auf der anderen Seite hast du natürlich auch recht. Also meistens wird es eher defensiv eingesetzt werden. In dem Fall einfach, um die Sivir zu beschützen. Das ist, wie gesagt, er hat einfach vom Gesamtkit her sehr... Das ist auch der einzige Grund, warum er wirklich noch momentan spielbar ist. Dieses Gesamtkit. Er hat der CC dabei, er hat Schaden dabei, einen guten Base-Schaden. Ja, das ist wie mit Thresh oder Lee Sin. Er bringt Sustain mit sich, er hat CC. Ja. Das ist halt... Er kann Mate einfach retten, ne? Und das ist, glaube ich, auch wirklich der Punkt. Du hast eine Sivir, die halt selber keinen Gap-Closer hat, sie ist nicht so mobil, sie hat maximal ihre Ultimate für Movement-Speed. Allerdings ein Pillar kann in einigen Situationen manchmal so gestellt werden, dass du denkst, so blöd kann er doch gar nicht landen und bist auf einmal eingeklemmt und kannst halt gar nicht mehr laufen. Ja, und dann kommt Tahm Kench. Dann kommt Tahm Kench und holt dich da raus. Ja. Das ist halt so der Punkt, ne? Also so eine Thresh-Laterne, die musst du halt immer noch aktiv anklicken oder, ne, dann passt die vielleicht gar nicht da rein, weil die nimmt ja auch Platz weg. Ja, Tahm Kench macht einmal Harm und hat... Selbst wenn du CC bist, ist ihm das egal. Ja, Laterne kannst du nicht klicken, wenn du CC bist, aber Tahm Kench, der kann dich fressen, ja, wenn du CC bist. Das wäre dann erst CC. Ja, das stimmt. Und hier sieht man es schon. Also Faker hat ein paar Probleme im Early als die Sandra. Einfach weil er halt nicht die Range hat, die ein Asi aufbringen kann. Und das würde auch weiter so gehen auf der Lane. Also sie ist im 1v1 da nicht so stark. Da hilft aber das Teleport ungemein. Also man sieht halt, hat es bald schon wieder zur Verfügung. Und da wird es auch noch ein Weichen so gehen, dass man das Matchup nicht so gerne mit sich nimmt. Wenn das Abyssal da ist, denke ich, versucht man ein bisschen Druck auf die Mitte aufzubauen. Vor allen Dingen hat sie dann die Möglichkeit, auch ein bisschen tiefer reinzugehen in die Wave und halt mit so einem QE-Max quasi die Waves zu clearen. Das ist ja auch mal so die Sache. Normalerweise, wenn du den CC mit die Sandra mitbringen möchtest, gehst du auf den W und maximierst den zuerst, weil der halt pro Level, das du reinsetzt, mehr Duration bekommt. Also das heißt, er CC einfach länger. Und wenn du halt einfach ein sicheres Lane-Matchup haben möchtest und Wave-Clear haben möchtest, dann gehst du halt auf diese E-Maximierung, weil du dann mit einem Q und einem jetzt einfach so lenkieren kannst. Ja, es ist Faker gerade so ein bisschen in der Zwickmühle. Eigentlich müsste jetzt jemand kommen und ihm helfen, weil da viele Vasallen gerade verloren gehen. Die werden jetzt aber verloren gehen. Auf der anderen Seite hat er jetzt seinen Teleport wieder ready und wir hätten eigentlich super Base gehen können. Aber er will hier noch diese Vasallen klären. Das kann er auch, weil sein Team, weil Blanc hier zur Stelle ist und Winged aus dem eigenen Jungle vertreibt. Und dabei bleibt es dann hier bei 63 Farm. Bang und Wolf rotieren in die Mitte. Sehr interessant das Ganze. Übernehmen quasi die Lane. Ja, und Faker wird dann TP'en können. Vielleicht macht man sogar, kann man sogar ein Play machen hier. Das wird aber schwierig. Mittlerweile sind ja bei Kusen alle Sams wieder ab. Ja. Ich glaube, da würde er sich das Teleport eher aufbewahren. Hat auch gerade in der Base die Kralle benutzt. Ja, ja. Das ist ja immer so diese Grundmechanik. Der Weg geradeaus, wenn du nicht um die nächste rumlaufen musst, ist halt immer schneller. Und mit der Kralle bist du noch schneller und kannst sie halt mitten durchschicken. Und dann, wenn man mal auf die Map guckt und sieht, wann da so eine Kralle oder so ein Dash benutzt wird. Ziemlich witzig. Ja, das sieht dann immer wie so ein Ruckler aus. Naja, du denkst erst, hör, war es gerade weg? Nein. Ja, das war nur Lissandra. Ja, Duke hat diesmal deutlich bessere Karten im Vergleich zu Trace, weil ihm dieser Laneswap sehr zugute kommt. Maokai kommt damit ja sehr, sehr gut klar in Sicht. Ansonsten das Spiel hier erwartungsgemäß. Nidalee, einer der Champions mit dem schnellsten Jungle-Clear. Das kann man von Blanc allerdings mit Graves auch sagen. Wobei Nidalee einfach noch ein bisschen zügiger ist, weil sie einfach über das Gelände noch springen kann. Und das, obwohl sie schon genervt wurde, muss man immer noch dazu sagen. Ja. Den Nerf gibt's halt. Aber es ist auch wieder dieses Kit, ne? Ja, das Champion-Kit ist halt ultimativ stark, gerade als es so ein bisschen geremaked wurde. Früher hat Nidalee ja komplett anders funktioniert. Hat man ihr halt diese Position im Jungle damit gegeben und hat sie halt komplett aus Mid- und Top-Lane quasi entfernt. Und seit jeher ist sie halt da ziemlich dominant unterwegs. Kann man nicht anders formulieren. Wir sehen jetzt übrigens auf Faker wirklich die Rot-Variante. Einfach weil er noch mehr Sustain haben möchte für Lane. Ist da anscheinend sehr, sehr fürchtend Kusen gegenüber und will das Matchup sehr, sehr passiv spielen. Ja, und aber dann hat er natürlich auch die Scalings auf seiner Seite. Er selber auch nicht mit dem Höllenzepter im Gegensatz, also im Duell gegen Faker. Ist normalerweise auch etwas, was man sonst auf beiden sehr oft sieht. Den jetzt hier noch den guten Harry genommen von SKT. Auf der anderen Seite der Drache zum Tauschen. Das relativ Standard. In diesem Lane-Swap-Szenario, die Sidelane-Türme beide schon gefallen. Es ist halt nur noch abzuwarten, ob wir jetzt einen Reverse-Swap sehen werden, der halt noch zwei Turrets mit sich zieht oder auch nicht. Aber ich denke, hier wird es jetzt die Standard-Lanes geben. Das sind ja meistens so die ersten 8 bis 10 Minuten, die du im normalen Lane-Swap zu überbrücken hast, bevor quasi der langweilige Part um ist, was zu den ersten effektiven Rotations kommt, die du halt nicht vorausschauen kannst. Ja. Aber man merkt also, Lissandra hat nicht so ein einfaches Matchup gegen den Azir. Das absolut nicht. Das ist halt super eklig. Er hat mehr Range als du, er hat einen super Poke. Du holst die Lissandra ganz klar für einen Teamfight.
Ja, das ist halt wirklich dieser Flankierungs-Engage. Ich meine, für einen Teamfight ist Lissandra ja absolut gut geeignet, um so einen Asi rausnehmen zu können. Gerade mit Maokai zusammen. Allerdings für die Lane, man sieht's, es ist nicht einfach für dich. Ja. Wir haben jetzt hier den guten Haribuff. Bang pusht entsprechend die Lane rein, hat hier Wolf in der Nähe. Beide Supporter noch nicht mit dem Level 6, das wird natürlich nochmal kommen. Aber gerade in Sie, wir pushen halt schnell raus. Sobald es Niederwien einmal raus ist, kann der Lucian auch nicht mehr ganz so viel machen. Nichtsdestotrotz wird sie erstmal nicht gegen den Turm weitergehen. Beide Jungler in der Nähe. Ja, und die Toplane ist na, eben zwei Tanks. Das Matchup hatten wir eben schon mal. Poppy gegen Maokai, da passiert absolut nichts, außer dass sie sich halt ab und zu mal ein bisschen kloppen. Aber Kills werden da nicht fallen. Das ist halt immer so mal. Wenn du Tanks gegen Tanks hast, ist da nicht so viel drin. Da kommt der TP. Man traut sich ja sehr, sehr weit raus. Einmal aufgefressen und der CC kommt durch. Oh, Chai mit dem Flash, aber das ist die Lissandra Ultimate. Oh Gott, der hält ja eine ganze Menge aus. Und auf der anderen Seite Blau jetzt alleine gegen Qusen und Trace. Der schwingt den Hammer, schwing ihn und lass es wieder sein. Dadurch nur den extrem kurzen Cooldown. Oh, jetzt Wolf, der Pillar. Wolf hat aber die Schilde oben. Ja, das ist halt, er kann sich nicht selber schlucken. Das ist halt eine schöne Kommunikation. Du siehst, einer geht in Bedrängnis, siehst aber die Chance da zu re-engagen. Aber der Qusen, der sieht gefährlich aus. Die Kralle. Schönes Mindgame hier. Warum dreht er denn da um? Oh, Qusen versucht das Play, aber drüber geflasht. Stark gemacht hier. Bang ist da einfach reaktionsschnell. Die Idee von Qusen ist nicht schlecht, aber es hat nicht gereicht. Hab grad bloß ich das gesehen oder ist er quasi einfach geportet gerade mit seinem E? Wer sah gerade so übelst laggy aus, dass Qusen quasi auf der Stelle stehen geblieben ist und hat den Q nach unten geschickt und ist dann da quasi einfach gespawnt. Das war wahrscheinlich so ein Spectator-Bug. Ja, die gibt's ja auch. Mich hat halt gewundert, dass er für die Kralle da so defensiv gegangen ist. Hätte er sich von Anfang an geradeaus bewegt, hätte er locker hinter zwei, drei Leute kommen können mit der Wall. Und das Lissandra Ultimate war raus. Das heißt, er hätte sie gar nicht mehr so respektieren brauchen. Ist er sehr, sehr verhalten vorgegangen. Und im Endeffekt kann er halt wirklich bloß einen Summoner bekommen. Ja, wobei im ersten Moment, wenn du die Kralle siehst und weißt ja nicht, wie der Call ist, ne? Weißt ja, Call ist Call. Ja, und wenn du als Hodor dann da reingehen musst, dann musst du halt da reingehen. Du hast jetzt richtig den Gefallen drin gefunden, ne? Ja, ja. Ich bin ja offensichtlich nicht der Einzige. Ja, das ist halt der Funk, ne? Wenn da noch was hinterher kommt, ne? So ein Tam Kench, so ein Grace etc. Also lieber Vorsicht ist besser als Nachsicht. Weil halt die kleinste Verfügung. Sie haben halt die meisten Cooldowns bekommen. Also ich denke, da hätte man wirklich aggressiver spielen können in diesem Moment. Aber im Endeffekt ist man da auf beiden Seiten ganz safe nochmal rausgekommen. Hat das wunderbar runtergespielt. Allerdings habe ich so jetzt schon das Gefühl, alle TPs wurden gerade geburnt. Das heißt, wir werden wahrscheinlich so lange, bis die TP-Cooldowns wieder da sind, nichts Interessantes mehr sehen. Herzlich willkommen in Korea. Herzlich willkommen in Korea. Wir spielen sauber und nicht auf Tode. Zumindest solange Johnny nicht dabei ist. Ja, das stimmt. Ja, das ist halt, ne? Wenn ich zugucke, wissen die Jungs, okay, wir müssen jetzt ordentlich spielen, weil das ist Mori, ne? Jetzt müssen wir uns von unserer besten Seite zeigen, wenn Johnny spielt. Ja, lass uns den Jungen zum Ragen bringen. Dann lass uns eine Show bieten. Ja, jetzt hier natürlich kein anderes Item auf Asia, außer dem Nashas Zahn zu stellen. Und damit hat der Junge natürlich auch einen guten Wave Clear. Lissandra war mittlerweile auf Level 10. Aber der Rod auch gleich fertig. Hat jetzt auch nicht so schlechten Wave Clear, aber sie braucht immer noch länger als Asia. Ja, keine Chance, ihn da zu engagen. Der steht zu passiv, der Junge. Man wirklich ein bisschen in Richtung Drache, der natürlich aber noch 1 Minute 30 braucht. Man sollte aber jetzt, wenn man auf den Drachen ein Auge legt, schon langsam anfangen, Vision aufzubauen. Ja, da sind einige Wards von Jinya, die es noch zu klären gilt und wenige von SKT. Also ein bisschen gerade im Hinblick auf die Midlane gesetzt. Vielleicht möchte man sogar einfach tauschen gegen den Midlane-Turm, wobei sie irgendwann den Drachen auch holen sollten. Und warum nicht jetzt? Wolf gerade auf der oberen Zeit hat, aber eben, wie du schon gesagt hast, noch eine Minute Zeit, das zu korrigieren. Also ein paar Walls nachgebessert. Aber es wird jetzt so ganz spannend sein. Möchte man um Drachen kämpfen, holt man sich vielleicht einen Midlane-Turm, wobei man diese Trades gegen den Midlane-Turm gar nicht mehr so häufig sieht, weil auch das durchaus riskant ist, wenn man schnell einen Drachen holt. So oft ein Team, oder siehst du inzwischen Teams, die sogar beides dann verteidigen können. Auch der Drache ist in Korea mittlerweile ja gut gecontestet, muss man sagen. Ja. Wird da als wichtiges Utensil geahndet. Der erste ist halt immer im Lane-Swap relativ schwierig, der geht halt mit dem Lane-Swap drauf, aber ab dem zweiten ist es halt gar kein Problem. Und die 6%, ne? Wenn du halt diesen ersten Break hast, da freust du dich riesig drüber.
Und wir haben halt auch eben gesehen, dass auch so ein fünfter Drache gar nicht so unwahrscheinlich ist. Bei Spielen, die lange gehen und sehr langsam sind, kann das durchaus mal passieren. Ja, es gilt halt, Fehler zu vermeiden. Und SKT kommt dieser Spielstil sehr zugute, denn ja, sie sind im Early Game oft anfällig, das haben wir schon häufig gesehen. Im Late Game meistens ungeschlagen. Meistens natürlich bestätigen Ausnahmen die Regel. Und jetzt eine schöne Rotation. Hier machen Druck auf den Midlane-Turm. Jhin eher da oben, ja, im eigenen Jungle. Aber es reicht natürlich nicht ganz. Azir's Wave clears zur Stelle. Man bekommt Schaden auf den Turm, hat Duke auf der Top-Lane gerade. Der hat seinen Teleport noch da. Will man jetzt diesen Drachen angehen? Man sieht die Poppy. Ja, man weiß, die ist im Zweifelsfall schneller zu Fuß. Aber will er anscheinend bei beiden Teams komplett ablassen. Ja, ich glaube, Duke will noch die Wave reinpushen lassen. Ja, sie haben dann die Waves am Pushen. Und dann ist es natürlich super, wenn man dann eine Situation erschaffen kann, wo man sehr, sehr lange um den Drachen herumtanzt, weil dann die Waves für dich pushen. Zum Beispiel den Pinkboard, auch Poppy geht nochmal zurück. Ja, halt auf der Botlane Slow Push und auf der Toplane haben wir jetzt auch den Maokai, der dort einen ziemlichen Slow Push, sondern Fast Push eingeleitet hat. Und dementsprechend natürlich bei SKT gerade die bessere Möglichkeit, diesen Drachen anzugehen, aber auch die TPs darf man nicht unterschätzen. Aber man sagt sich da anscheinend, alles klar, den ersten Drachen, den geben wir umsonst ab. Ja, der ist für SKT. Auf der anderen Seite holt man sich dann den Herald, also tauscht jetzt genau umgekehrt, wobei Duke versucht, das hier noch irgendwie zu unterbinden und der resettet sich und damit können sie den Herald verhindern. Ja, schön gemacht von SKT hier. Kriegen damit quasi den Drachen wirklich komplett gratis. Ansonsten wäre es wirklich dieser globale Tausch, den man sonst eingeht. Sie sind in Farm auf wichtigen Positionen vorne. Zumindest auf der AD Carry Position. Auf einer wichtigen Position vorne, so. Plural wäre hier nicht angemessen. Maokai und Poppy ist nicht so krass wie jetzt beispielsweise auf der Midlane wiederum. Und auch im Jungle, aber auch das vollkommen normal. Also ja, es ist selten, dass mal eine Nidalee nicht den meisten Farm hat im Jungle. Die Frage ist halt, wie müssen die Teamfights später aussehen, dass du auf der, anstelle von Jhin Air eine Chance hast, die wirklich zu gewinnen. Also du hast halt bei SKT eine relativ wichtige Kondition und das ist, dass du halt einmal diesen richtig fetten Power-Spike in einem Teamfight hast. Und das ist halt, wenn die Senna reinkommt und wenn die CV Ultimate kommt. Dann kannst du dich halt frei bewegen und hast halt eine rigorose Engage. Sobald die Cooldowns raus sind, kann man halt richtig, richtig gut fighten auf der Seite von Jhin Air. Das heißt, man muss die Teamfights sehr, sehr weit nach hinten kiten. Wenn man das schafft, wirklich lebend rauszukommen, kann man sehr, sehr gut da re-engagen. Das ist halt die Theorie, wie die Kämpfe für sie aussehen müssten. Aber das ist sehr, sehr schwer umzusetzen, weil der Engage ist brachial bei SKT. Ja, genau das ist das, wovor man Angst hat. Jhin Air möchte da eher die etwas längeren Kämpfe tatsächlich langgezogen, damit die Lucian-Passive oft genutzt werden kann. Denn Azir freut sich über solche langen Kämpfe. Und auch Nidalee kann dann viel Speer unterbringen. Wenn SKT wieder diesen Burst. Die wollen rein, die wollen drauf, die wollen auf die Backline. Oh, man muss sagen, Bang da mittlerweile mit 30 Farben Vorsprung. Das ist nicht wenig, was er sich da bisher herausgearbeitet hat. Aber auf der anderen Seite hast du natürlich eine Nidalee, die wesentlich schneller im Jungle unterwegs ist. Die kann den ganzen Farmvorteil nochmal ausgleichen. Toplane Maokai ist da auch ein bisschen weit vorne. Für Maokai macht der Goldunterschied jetzt aber nicht wirklich was her. Auf der Toplane zählt jetzt eigentlich bloß noch, dass Tracer in Level 11 erreicht, damit beide halt mit ihrer Ultimate gerade schon, ja. Genau, auf Level 2 glänzen können. Jetzt hat er es gerade erreicht. Beide Teams damit sehr, sehr dicht Kopf an Kopf unterwegs hier. Ja, es ist gleich tatsächlich der Baron dann wieder da. Der Herald wird jetzt in den nächsten 3 Sekunden despawnen, wenn da nicht noch jemand rangeht. Und dann ist es hier für SKT, die hier immer noch... Ja, die Frage ist, auf was waren sie? Auf die beste Chance? Sie warten einfach auf Scalings. Auf Items, auf Scalings. Auf Scalings und auf die Chance, die sich bietet, damit sie mit dem Teleport ein Play machen können. Dafür müssten sie sich aber erstmal groupen. Zumindest zu dritt, damit halt die beiden Teleports... Ja, wobei man sagen muss, ein Azir ist jetzt im Late nicht zu beachten, genauso wenig wie ein Lucian. Du darfst halt nicht vergessen, dass sie dieses Teleport-Advantage haben. Das heißt, sie können in 1-3-1 Splitpush gehen und können halt trotzdem engagen. Und in dem Moment, wo du halt in diesen 1-3-1-Push gehst und ziehst halt 2 Leute ab vom gegnerischen Team und selber den Engage findest, ist halt der Teamfight schon verloren für Jhin Air. Aber die Situation musst du auch erstmal herbeiführen. Ja, genau, das ist natürlich mit der Punkt. Aber gerade da sehe ich auch den Vorteil, also von SKT in Splitpushen. Lissandra ist echt gut in Splitpushen, einfach weil sie sehr safe ist, die Kralle noch hat. Das wäre halt schön, wenn du sowas wie Commando Banner zum Beispiel gegen sie stellen könntest, aber du hast halt keinen, der einen Commando Banner so richtig in sein Bild integrieren könnte. Ja, es könnte halt Trundle könnte es machen, statt des Solaris. Ja,
Aber ist halt auch nicht so worth für ihn. Ja gut, er bekommt halt Resistenz, ne? Er ist halt Supporter. Und die Frage ist halt, wer baut eine Solaris fürs Team? Ja, wieso? Du hast ja auch die Aura hast du ja auch fürs Kommando-Banner. Ja, schon, aber du hast den Schild nicht, der halt gegen AOE-Effekte doch nicht zu unterschätzen ist. Das ist richtig. Könnte die Nidalee halt bauen. Das ist nicht so einfach. Wobei Nidalee das auch nicht so gerne baut. Du müsstest an sich an der Stelle von Jhin eher irgendwie ein Engage finden. Aber sie sind halt nicht das Team, was engagen kann. Also von der Teamkopf stehen sie momentan nicht so gut da. Und hat man aber ziemlich Angst. Ultimate gegen Ultimate. Tschüss, Tausch. Faker. Oh Gott. Da sieht der Trace gar nicht so gut aus. Und da ist er geschluckt. Ja, einfach mal die Poppy geschluckt, sofort gesnared. Und da hämmern sie jetzt drauf. Tschüss, das war's. First Blood in der 21. Minute. Die Zauberzunge schlägt zu Wolf hier am Start und sichert hier den Kill für Bang. Ja, da hätte er definitiv vorher vorsichtiger sein müssen. Flash wäre noch zur Verfügung gewesen. Und sich da noch versuchen, irgendwie rauszuschummeln. Allerdings das Ultimate von Lissandra immer eine interessante Mechanik. Das ist quasi, wenn die Animation anfängt, du es nicht interrupten kannst. Außer du kriegst dir halt HCC oder du verlierst halt Vision. Dann wird diese Animation auch mal unterbrochen. Ansonsten kommt die immer durch. Du kannst wegflashen, du kannst wegdashen. Die kann am anderen Ende der Welt stehen. Und trotzdem wird sie dich nochmal mit dem Ultimate treffen. Genau, das war hier der Fall. Der CC hat einfach ausgereicht, die lang genug da zu halten. Man hat es halt gesehen. Sivir und Tahm Kench. Tahm Kench Ultimate. Sivir Ultimate. Und die sind so schnell auf die Botlane rotiert, dass die halt hinter ihm stehen. Wo man denkt, die waren doch gerade noch in der Midlane. Wie kommen die da hin? Aber es geht halt relativ flix. Ja. Ha, muss man mal überlegen, ne? 22 Minuten, erster Kill. Läuft bei denen, ne? Aber das ist, wie gesagt, koreanische Verhältnisse. Das ist ein bisschen mehr Gold natürlich für Bang, der freut sich. Wird wahrscheinlich jetzt auch als nächstes wieder Klingelendlichkeit kaufen. Hat jetzt gar nicht mal so das Bedürfnis, unbedingt eine Quecksilberschärpe zu bauen. Gibt es auch eigentlich keinen Grund, das zu integrieren. Man könnte es vielleicht gegen den Slow, vielleicht gegen die Poppy, gegen den Stun oder so. Also, klar, Quecksilberschärpe lohnt sich fast immer, weil irgendwer hat immer eine Form von CC mit dabei, aber es ist halt wirklich alles andere als dringend. Und man könnte sogar verstehen, wenn er komplett ohne Quecksilberschärpe spielen möchte. Weil, was zeichnet AD Carry aus? Positioning. Und womit kannst du halt den Poppy CC da verhindern? Mit Positioning. Ja, die Ulti kannst du eh nicht Quecksilberschärpen. Ja, wie soll das gehen? Mitten im Flug? Kriegst du das Rückreiseticket oder was? Wobei wir ja da auch schon die besten Mechanics gesehen haben. Ja, mit Nautilus etc. Oder, genau, Nautilus und, war schon und mit Tahm Kench SKT war es genau das Spiel. Ich überlege gerade, gegen wen es war, aber es war tatsächlich ein Tahm Kench. Teleport kommt. Der die Poppy geschluckt hat, dann geultet worden ist. Und oh Gott, da hat Ringt aber die Lissandra gefunden. Aber sie kriegt kein Follow-up, weil halt keiner über die Wall rüberkommen würde. Ja, einfach nur weggefroren und gut ist. Ja, dafür hat sie ja die Kralle auch defensiv sehr gut möglich. Trace ist da, man geht immer auf den flankierenden Spiel. Das machen sie auch mit der Ultimate gegen Trace. Der ist da ganz alleine, das Team da hinten. Wolf ist da und der zont die weg. Die haben Schiss vor dem Tahm Kench. Dieses ehrenlose Monster und Faker holt sich den nächsten Kill. Warum sind sie da nicht um Wolf gegangen? Das war halt auch kein gutes Positioning. Sie nein, aber... Sie wussten nicht, sollen sie sich jetzt links rum oder sollen sie sich rechts rum bewegen, während sie halt rechts rumgelaufen sind. Es kann sein, halt links rumgelaufen. Putze, Mann. Und da war halt schlecht irgendwie ein Fight möglich, den man forcieren konnte. Und am Ende gibt man halt Trace umsonst. Aber es ist jetzt kein großartiger Verlust, aber den Drachen muss man dafür halt auch noch abgeben. Das ist halt so eher der schlimmere Aspekt in der ganzen Situation. Vor allem den Drachen und den Turm kann SKT auch verteidigen. Ja, du merkst halt, die Frontline fehlt hier. Das ist halt so widerwärtig. Ich kann es immer bloß wieder sagen. Du kannst den Lissandra oder die Meld nicht flashen. Du kannst einen Maokai W nicht flashen. Der kommt halt immer hinterher. Es kommt halt immer alles durch. Ich finde aber gut. Und das ist super widerwärtig. Das ist halt, das sind teilweise veraltete Mechanics, die übrigens auch dabei sind, gerade von Riot entfernt zu werden. Man erarbeitet viele Skills, die halt gleich bleiben vom Schaden her, aber die halt bloß noch quasi instant Schaden machen. Nicht mehr so verzögerten Schaden. Shogaf zum Beispiel ist ja auch so ein Champion, der da immer als Vorbild vorangegangen ist. Dieser W, den du bei ihm benutzt hast. Da könntest du noch wegflashen, da ist der Schaden trotzdem noch quasi zeitverzögert eingetroffen. Ja. Also 2 Kills, 25 Minuten bereits gespielt. SKT in Führung, wenn auch nur leicht. In Korea kann das schon eine ganze Menge bedeuten. Midlane-Türme stehen noch, nachdem die Sidelane-Türme früh genommen worden sind. Er hat jetzt auch nochmal das Höllenzepter auf Faker fertig, was ganz, ganz wichtig ist. Aber auch eben Azir seine beiden wichtigsten Items durch. Wir sehen aber erneut eben Pilot gezwungen, die Quecksilberschärpe früh zu holen gegen die Lissandra. Ja, während Sivir hat halt das Spellshield. Sivir hat halt den Tahm Kench, sie peelen kann. Und vor allem diesmal hat Jhin ja keine Lissandra. Von daher wird es hier die klingende Endlichkeit geben. Sobald diese fertig ist,
sollte SKT in die Teamfights gehen, weil sie dann einfach einen immensen Power Spike haben und einen riesen Vorteil gegenüber Jhinnia. Ja, und wenn sie das richtig umsetzen mit den TP-Flanks, dann sollte da auch gar nichts im Wege stehen. Man muss halt immer noch an Kusen denken. Du kannst engagieren, wie du willst. Wenn da auf einmal so eine Asi-Wall dazwischen steht, ist es ein ganz, ganz großer Faktor in einem Teamfight. Die Frage ist halt, wie er die Wall platziert bekommt und wie viel Mann er damit trifft. Und man darf auch nicht vergessen, das Scaling von der Asi-Ultimate ist sehr, sehr stark. Also du machst auch sehr, sehr viel Schaden mit dem Ding. Du willst halt nicht bloß wie eine Anivia-Wall irgendwo dazwischen platzieren, dass die Gegner nicht dran vorbeikommen. Im Zweifelsfall natürlich. Aber im Optimalfall willst du natürlich auch Schaden mitmachen. Oh, der Turm, der steht doch! Ja gut, aber das kann man, glaube ich, nicht verstehen, denn... Das nee, ist einmal so ein pusten. Das ist so ein einmal geht Azir, bleibt einfach stehen. Bleibt einfach stehen, überrennt euch und nehmt den Turm so nebenbei mit. Ja, da waren sie ein bisschen später. Und dann kommt da. Also, dass der jetzt fällt, das war abzuwarten. Ja, 43 Schaden, das ist ja, nix. Ne? Da kann sogar so, so Rake einreißen, das Ding. Wobei, wer hat den wenigsten Base Damage? Kartos oder? Den Auto Attacks? Wer macht am wenigsten Damage? Müssen wir mal nachgucken. Ja? Jeder hätte das Ding einreißen können. Auf alle Fälle, SKT hier diesen Turm jetzt verloren, aber mit dem Gold quasi ausgeglichen. Sehr gut gemacht und sehr gut gesehen von Jhinnia. Man sieht aber auch, wie schnell so ein Azir solche Türme einreißen kann. Also gerade er ist da einfach ein Monster! Und wieder! Allerdings da natürlich mit dem Turret sehr, sehr in Sicherheit gewogen. Braucht sich da keine Bedenken geben, dass er da noch abgeholt werden kann. Aber ein Flash hat man trotzdem bekommen. Schöner Engage an der Stelle und ich finde es halt immer wieder phänomenal, wenn du siehst, eine Sivir, die halt einmal mit dem Ricochet crittet. Da geht einmal der Statics-Crit durch die Wave und der Ricochet, der crittet halt auch einmal durch und quasi ein Auto-Tag und die ganze Wave ist geklärt. Das wird gerade gesagt, nah in der Mini-Form. Alles klar. Ja, selbst der hat den Turm kaputt bekommen. Mit seinem kleinen Bumerang. Wir sehen Duke wieder mit dem gefrorenen Herz. Diesmal macht's deutlich, oder diesmal ergibt es deutlich mehr Sinn. Gerade gegen den Azir ist das unglaublich nützlich. Da dann zu verlangsamen. Und das macht gerade einiges aus, weil es ja genau gegen den Nashas Zahn entgegenwirkt, was er sich ja sonst so gerne wünscht als erstes Item. Oh, der Pillar, der ist gefährlich für Sivir. Da muss man mal dran denken, wenn der unangenehm kommt und da ist kein Tarmcatch in der Nähe, solltest du das auf jeden Fall respektieren. Asi jetzt hier abgestellt, um die Wave rauszupushen. Wäre eine sehr merkwürdige Aktion, dreht auch sofort um, um damit wieder zu groupen. Bei den Turm sollte man jetzt nicht umsonst abgeben. Man hat sich damit so eine kleine Goldaufarbeitung quasi gegönnt, dass man kleine da... Kleine Goldaufarbeitung, ja. Ein Goldvorsprungsdelay. Verzögerer. Jetzt wird es ja immer anders. Da kann man gut im Wort den Gold ausgleichen. Ja. Was hältst du denn davon? Ja, das klingt aber nicht so schön. Weil kein sicher Arbeiten drin ist, meinst du? Ja. Man konnte sich einen Ausgleich des Goldes erarbeiten. Man muss halt immer sowas möglichst positiv formulieren, dass es ein Team gelobt wird. Man konnte erreichen, dass sie das Golddefizit ausgleichen konnten. Weißt du, du brauchst auch beim Kasten brauchst immer Zuckerbrot und Peitsche. Du brauchst halt immer... Ja, hab ich doch gerade gesagt. Ja, ja, genau. Du brauchst halt immer Leute, die halt ja, Teams flamen und du brauchst welche, die halt immer versuchen, möglichst die guten Aspekte... Also wolltest du mir jetzt gerade sagen, was man fürs Kasten braucht? Nein, wollte ich natürlich nicht, Mori. Mori, du bist der Experte. Ich bitte dich. Ich finde das gerade witzig. Lass dich gerade schön auflaufen. Also, haben wir das auch vom Terminus her. SKT ist... mit 1-0 in Führung gegangen und hätten hier durchaus gute Möglichkeiten, das 2-0 zu machen. Damit wäre man diesem Traum-Halbfinale SKT gegen KT ein bisschen näher. Jhinnia hat aber noch was gegen und sicherlich noch nicht das letzte Wort gesprochen. Ja, wir sehen halt, dass das Spiel mittlerweile sehr, sehr langsam vorangeht. Das liegt auch bloß daran, dass beide Teams darauf warten, dass jemand einen Fail-Step macht und man Fail-Positioning ausnutzen kann. Und hier, wir sehen es, mit der Lissandra Top-Lane und die Maokai Bot-Lane hast du natürlich mit Double-TP einen wesentlich besseren Vorteil, so eine Situation auszunutzen. Der Asi-Turret, der da in der Mitte ein bisschen für Druck sorgt, der wird auch nicht reichen, um da den Druck auf den Side-Lanes auszugleichen. Poppy muss da basen. Jetzt eine Möglichkeit, wenn Poppy base, da wirklich für Maokai und Lissandra zu engagen. Beide gehen auch in die Basis. Man hat die Ward in der Midlane platziert, die ziemlich tief steht. Und da kommt auch schon der Ping. Das heißt, jetzt könnte wirklich der Engage über das Double TP kommen. Ah, man zieht sich in Richtung Drache zurück. Der ist halt gleich wieder ab. Wir haben den Ward hier direkt geklärt wieder von Wolf, weil sie den Pink Ward da haben. Deswegen sind Pink Wards am Drachenpit auch immer so entscheidend. Generell Teleports einfach wichtig fürs Teleport-Play. Die Wards wichtig fürs Teleport. Teleport ist natürlich äußerst wichtig für das Teleport-Play. Das kann man auf jeden Fall nachvollziehen. Also, ne, Step 1, choose Teleport. Ist nicht mal falsch, ne? Aber ja.
wenn es darum geht, ist es sogar das Wichtigste. Maokai wartet noch mal, der will mit den Homeguards da rein, da kommen beide Teleports auf einmal. Der Drache hier geht an Jhin, er hat schön gemacht das Ganze, nutzt hier den Level-Vorteil von 2 Level, aber Trace ran an Faker, der kommt mit der Kralle ganz rein, auch perfekt raus, da. Vom Timing her. Damit fehlt jetzt hier der eigene Midlaner, der geht einfach mal über das Pit, versucht der Poppy da zu entkommen und den Duke von Wolf gefressen, Flash dann. Mit dem Knaben im Magen, jetzt erst ausgespuckt, dann der Kill, die Wall hier nicht ganz perfekt und man nutzt das hier sehr schön aus, dass der gegnerische Midlaner fehlt. Wolf hat hier wirklich kein Glück, wobei man sagen müsste, Bang, du hättest noch Heal gehabt, du Knabe. Ich weiß aber nicht, ob das gereicht hätte. Vielleicht, knappe Kiste. Jhin eher holt sich direkt an den Nashor ran, das könnte aber immer noch gefährlich sein. Die Sandra hat Teleport zur Verfügung und könnte da auch immer schnell zur Stelle sein. Maokai, der hält das natürlich enorm lange auf, mit Azir geht das schnell. Oh Gott, du musst jetzt schon porten. Der Teleport kommt viel zu spät. Oh, jetzt ist der Baron down. Sie wollen trotzdem nochmal kämpfen. Winged hat man rausbekommen. Ist da noch mehr drin, ist die Frage. Chai ist low. Der sollte zu bekommen sein. Q sind ebenfalls 2 Mann. Und das ist immer noch super für Tenere. Ja, sie haben zwar 2 Mann jetzt verloren, aber die Frage ist, was können sie daraus machen? Es ist ja noch nicht vorbei. Sie haben 2 Mann weniger. Das heißt, man kann eventuell den Midlane-Turret hier noch bekommen. Das wäre okay, zumindest was die Goldverhältnisse angeht. Wir sehen was nochmal. Teleport viel zu spät an der Stelle. Hat er sehr geduldig gewartet. Hat er vorher keine Vision gehabt. Wort kam sehr, sehr spät. Und damit auch der Teleport. Aber immerhin kann man noch 2 Kills rausbekommen. War wirklich sehr, sehr schön gemacht. Man muss auch sagen, das war vorher von Trace so optimal gespielt, dass er da Faker wirklich eine Minute hat er ihn aus dem Kampf herausgehalten. Und wir sehen gerade unten, geht der Kampf schon weiter um den Midlane-Turret. Wow, da geht's ab. SKT sichert sich hier die nächsten Kills. Also das heißt, wir haben hier nur noch Pilot und Trace mit dem Baron Buff. Turm ist auch raus. Wir hatten jetzt den Baron Buff. Man mag es kaum glauben. Ja, auch Trace muss das Weite suchen. Faker will sich da rächen, hat aber die Kralle auf Cooldown und hat es dann nicht mehr geschafft. 5-1 steht es für SKT. Wow, also 2 Spieler noch mit Baron Buff aktiv, nämlich Trace und Pilot. Und der Rest hat den direkt schon wieder abgeben müssen. Aber trotzdem insgesamt eine gute Aktion für sie, wenn sie vom Goldmount sehr, sehr nah dranbleiben können, auch wenn sie die Kills abgeben. Und hier sieht man es halt. Wow. Shay alleine, der macht da gar nichts. Und auch Trace muss da vorsichtig sein. Die 5 Mann tankst du auch bloß bedingt lange relativ gut. Und den Turret bekommt man halt noch mit oben drauf. Meine ich ja. Wenn 2 Leute fehlen, dann musst du wahrscheinlich diesen mit Turret abgeben. Da darfst du nicht alleine stehen bleiben. Vollkommen richtig. Also 6 Kills schon in 33 Minuten und SKT macht das Ganze nicht schlecht gegen den Baron Buff. Also es kommt überhaupt nicht zum Tragen, dass sie den Baron Buff hier haben. Man merkt es an keiner Stelle. Das ist halt auch was, was du gut als eigenes Team einschätzen lernen musst. Also sie haben Baron Buff, aber du weißt, 2 sind tot. Wir können auch immer gegen den Baron Buff fighten. Man sagt ja immer so grundbedingt, oh, gegen Baron willst du eigentlich nicht fighten, den willst du abwarten. Du willst halt maximal versuchen, die Turrets zu verteidigen. Aber es gibt auch Situationen, da kannst du halt gut deinen eigenen Vorteil noch mal ausnutzen. Und das war eine davon. Trace schwingt den Hammer kurz auf Cooldown, das will man ausnutzen. Die Ultimate ein bisschen zu vorherig nach vorne geprescht. Mädel, ja, wenn du nach vorne läufst, ja, dann wird auf dich geschossen. Du bist ja die Carry und das willst du nicht. Ja. Hat Ben gerade auch gemerkt, war doof. Merkt er selber. So, und jetzt gilt es, diesen Turm zu verteidigen. Sie wird kurz nochmal zurückgegangen. Damit fehlt der Wave Clear, aber bis die Vasallen da sind, dauert es einfach noch ein Weilchen. Bis dahin ist Ben auch wieder zur Stelle. Jetzt packt die Ricochets aus. Zack, und könnte es in den Kampf kommen. Mit der Kralle geht es zumindest über die Wand. Ja, so, Lissandra, du versteckst dich immer hinter Wänden. Aber da vorne die Kanone. Wie willst du denn da rankommen? Großes Manko, was SKT hat, und das merkt man hier gerade doll, ist die Reichweite. Ja, der Azir, der kann halt. Sie müssen wirklich die Flankierung hinbekommen. Oder sie brauchen halt den direkten Engage, wenn Maokai irgendwie mal ein Ziel findet. Aber im Frontal-Engage ist es halt relativ schwierig. Und natürlich die Gegner auch genau wissen, wie weit kann der Maokai gehen. Man kann halt im schlimmsten Fall da irgendwie reinflashen und du kennst halt die Range ganz, ganz genau. Und momentan hat Maokai auch noch kein Flash ab, dementsprechend ist es da schwierig, möglich, was jetzt zu machen. Und wieder Shay, Gas, der dann kennt es auch unterwegs. Chai biegt hier gut ab, hat ein gutes Navi mitgenommen und das rettet ihn ja auch das Leben, also wer auch immer der Hersteller ist. Ja, gut, dass er hier Sponsor von Chai ist. Und wäre da in die Tamkench-Busch gelaufen, dann wäre es um ihn geschehen. Das ist die Frage, hätte man vielleicht die Tamkench Ultimate besser platzieren können? Auf der anderen Seite, das Ding hat halt aber auch nur eine begrenzte Reichweite. Okay, wird jetzt schon wieder fürchterlich tanky. Jetzt mittlerweile auch wieder mit QSS am Start. 004, der Gute, mit 50 Farm Vorsprung auf der Top-Lane. Also er hat auf jeden Fall einen sehr, sehr guten Gold-Advantage. Den baut er gerade nochmal aus. Oh, das sieht immer so lecker aus, wenn du da so eine riesige Wave hast. Und dann die ganzen Goldbärde aufsteigen siehst.
Schöner natürlich noch, wenn du einen Champion hast, der so eine komplette Wave auf einmal clearen kann. Das stimmt. Aber jetzt wieder alles haben das zur Verfügung. Das heißt eigentlich, dass SKT wieder so ein bisschen am Drücker. Sie müssen halt auch so ein bisschen was machen. Der Asi wird im Late Game nicht angenehm werden. Oh, da geht's drauf. 36 schon auf Chai. Der wird hier einfach mal geschluckt. Mit der Lissandra Ultimate ebenfalls gegen sich. Hat er keine Chance, das Ganze zu überleben. Damit fehlt der Trundle. Wichtiger Faktor schon mal weg. Denn seine Ultimate ist auch schon raus. Trace davon alleine Nidamin gegen den Baum. Und Wolf ist da so ehrenlos. Was da in den Rachen geht. Das geht auf keine Kuhhaut und offensichtlich eben hier auch auf keinen Wels. Oh, schöne Welle. Faker freut sich. Money, money, money. Aber wieder Shay, der da irgendwie gecatcht wird. Ne? Das ist immer bloß Shay, der da in Angriff genommen wird. Er hat halt die ganze Zeit... ist halt der Supporter, ne? Ja, er ist halt der Supporter. Aber dafür, dass er immobil ist, wagt er sich immer sehr, sehr tief in Bereiche, die halt nicht gesichert sind, was da wirklich diesen Sichtbereich angeht. Stop feeding, please. Zweimal schon gestorben jetzt in 36 Minuten. Das ist in Korea viel. Ja, und die Lebenserwartung des durchschnittlichen Champions ein bisschen höher ist. Aber die letzten vier Male, wo halt irgendwie ein Engage stattfindet, war es halt immer in Richtung Support und es hat auch irgendwie funktioniert. Ob es bloß die Sums waren oder man ihn halt ganz abholen konnte, ist dabei ja relativ irrelevant. Einen Vorteil konnte man sich so oder so mal ein bisschen rausspielen. Und jetzt hier der Teleport-Flank ist Faker da. Flash schon mal raus. Nix, du bist tot. Oh, der hat da keine Chance. Da vorne die Azir-Wall nochmal. Und das heißt, ohne Jungler fahren wir hier zum Drachen. Den kriegt damit natürlich SKT schnell nochmal diese bedrohliche Kralle. Ist auch sehr, sehr oft, dass wir dann im Game sehen, dass einfach so eine Kralle gesetzt wird, wo eigentlich ein Engage nicht wirklich möglich ist. Aber sie wird halt einfach gesetzt, um zu sagen, Leute, ich könnte kommen und ihr dürft euch nicht weiter vortrauen, weil ihr respektieren müsst, dass ich kommen könnte. Ja. Also dieses Wenn ist immer ein großer, großer Faktor bei Lissandra. Das Ding ist, wenn du es nicht respektierst, kommt sie ihm. Wenn du es respektierst, naja, ne? Dann hast du halt jemanden gesaunt mit der Kralle, ohne halt wirklich eine Gefahr einzugehen. Ja. Und das ist halt da auch ein sehr, sehr gewaltiges Werkzeug. 2-0-5 ja, für beide Carries. Das ist natürlich sehr, sehr schön von der Killbeteiligung her. Ja, 100% Faker und Bang. Und Lissandra ist auch so ein Champion, auf dem man durchaus einen MVP sehen könnte. Jetzt ist halt die Frage, du hast beide TPs raus, du hast den Drachen bekommen. Irgendwie habe ich das Gefühl, wir können uns darauf einstellen, dass jetzt erstmal wieder nichts passieren wird. Fusen hat einen richtigen Riecher, weiß genau, Faker wartet da, aber auch mit seinem Cleanse. Ist Faker nicht wirklich eine Bedrohung? Man hat auch hier gerade gesehen, dass in sehr, sehr engen Stellen beim Drachen unten diese Asi-Wall wunderbar benutzt werden kann, um eine Situation zu entschärfen. Klar. Für die Niederlee kam jede Hilfe zu spät, die war halt noch im Drake-Pit, aber an so einer Engstelle, wie an diesem Tri-Brush dort unten, da wird halt einfach eine Asi-Wall dazwischen gesetzt und da kannst du noch so viel... Boah, die arme Krabbe. ...auf den Ultimate drücken. Oh, Sneaky Baron direkt, sobald er wieder da ist, Trace noch am Backporten. Oh, sie sind noch sehr, sehr weit weg. Oh, reicht das vom Damage her? Sie haben nicht viel Schaden. Es fehlt ein bisschen was. Das ist halt anders, als wenn du einen Asi zur Verfügung hast. Aber es wird sollte reichen, bei Asi sollte haben. Reichen. Sie Ultimate ist raus und jetzt strömen sie raus. Kommen hier wieder gut ran, Abusen. Der hat aber die Wall. Und bang, viel Schaden. Die Poppy und die knallt sie nochmal hoch. Trace jetzt alleine, bekommt den Kill auf Faker. Sind hier low. Jetzt können sie abräumen. Bang jetzt. Der gibt alles. Der gibt Gas. Schöner Dodge hier von dem Speer. Aber dann im Getümmel. Abgeräumt. Genia mit zwei Kills und Wolf, der hat noch die Hoffnung für Ultimate. Nein. Aber der castet noch und dann ist Cusen da. Da kommst du nicht mehr raus. Das war ein nice Try, aber keine Chance. Und sollte das etwas zweite negative beim Powerplay sein, das Versehen in dem Game? Das ist ja Wahnsinn. Man wird immer danach direkt engaged und verliert den Kampf halt direkt. Das ist halt Korea, da ist alles riskant. Und das war jetzt nicht mal ein schlechter Baron Call, ehrlich gesagt. Nein, überhaupt nicht, aber der Asi-Engage, der hat halt nicht so ganz gepasst, weil die Wall wurde halt wieder an so einem schönen Choke-Spot dazwischen gesetzt und er konnte halt sehr, sehr viel Damage, obwohl er selber engaged wurde, noch rüberfahren. Musste erstmal rausgehen danach, aber man hat halt alles auf ihn geburnt. Oh, jetzt der Turm, das ist der erste Inhibitor-Turm. Ja, schon in der 40. Minute, schon muss man sagen, weil das ist Korea, der Inhibitor! Und das wäre es gewesen, wenn man den noch hätte irgendwie verteidigen können. Ist aber nicht der Fall. Und jetzt ist hier wirklich plötzlich wieder für Jinja alles drin. Hier sehen wir es nochmal. Also Kusen, exzellent gespielt. Hier, die Ultimate schön da in diesen Spot reingesetzt. Da kommt nichts dran vorbei. Und der überlebt es halt. Ist Bang in die Wall reingeflasht? Bang ist dann reingedasht, glaube ich. Also mit Flash Dash ist er, glaube ich, reingegangen. Mein Ultimate konnte halt nicht mehr ganz finishen. Jetzt kannst du mit Asi aufräumen. Das ist genau das, was wir vorhin gesagt haben. Wenn sie es schaffen, dieses Team von SKT back zu kiten, sie haben bloß diesen einen Power-Spike im Teamfight, können sie danach re-engage. Und genau das haben sie gerade gemacht und haben halt kein Problem damit, auch gegen den Baron diesen Fight zu gewinnen. Klar, das spielt auch noch eine Rolle, man war vom Baron angeschlagen, man hat den Baron-Debuff drauf und so weiter und so fort.
Oh, jetzt Cusin. Kein Glanz mehr zur Verfügung. Jetzt war er out of position, der Gute, und wurde da einfach abgecatcht. Hat er vorhin ja schon die Läuterung benutzt an der Situation, sonst hätte er auch die Wall nicht stellen können. Wäre tot gewesen. Der Kampf wäre komplett anders verlaufen. Also Cusin hier mit einem echt, echt schönen Spiel. Und Azir wird im Late Game nicht unnerviger. Der wird richtig, richtig stark. Und er hat quasi bis noch ein Item, was er bauen muss. Und danach ist der Junge bei seinem maximalen Schaden angekommen. Ich bin gespannt, was es werden wird. Sieht gerade so ein bisschen nach Abyssal aus. Wäre aber komisch, das ist spät zu bauen, weil es halt nicht mehr so gold-effizient im Late-Game ist. Könnte sein, dass er sich vielleicht auch für eine sehr, sehr passive Variante entscheidet. Er hat schon 4 DPS zur Verfügung und sich sagt, Banshees. Mensch, wir nehmen Banshees mit, genau, um diesen Instant-Engage einfach zu verhindern. Damit hat er natürlich die Läuterung und das Banshees zur Verfügung. Oh, da ist Blanc da und ultet da einfach mal den gegnerischen Red Buff. Kann er machen. Sie müssen eh erstmal die Mitte verteidigen. Haben noch 2 Minuten Zeit, bis der nächste Drache kommt, der natürlich für SKT so ein kleiner Augenschmaus ist. Der 4. ist immer sehr, sehr wertvoll, weil du damit einfach Druck auf die Gegner ausüben kannst. Und da kann er jetzt die Ultimate schon benutzen. Wenn es zum nächsten Fight kommt, hat er den Cooldown auf jeden Fall wieder zur Stelle. Ja. Schwierig zu sagen. Also, was es da letzten Endes für Cusin werden wird am Ende des Tages. Wir haben Duke noch mit 006 nicht einmal gestorben und das wird auch. Oh, da früh die Flashes. Faker ist trotzdem da. Friert sie ein, wird erschöpft, zieht sich raus. Viel Schaden. Der Trade geht an SKT, aber vorbei ist das natürlich noch nicht. Vor allem waren das 4 Flashes und das jetzt kurz bevor der Drache wiederkommt, den man eigentlich haben möchte. Also für Jhin Air eine gute Möglichkeit, hier wirklich den Contest zu suchen. Wobei Jhin Air auch hat flashen müssen. Ja gut, aber ein Flash von der Nidalee, ein Flash vom Trundle ist halt nicht so wertvoll wie zum Beispiel ein Flash von einem Faker. Klar. Die Sandra ist da super, super Flash-related, um sich perfekt in Position zu bringen für so ein Flash-Ultimate-W. Oder Flash-W-Ultimate, besser gesagt. Ich denke aber noch alles vertretbar. Und ja, es ist noch ein bisschen Zeit, bis dann hat man vielleicht wieder das Teleport. Ja, das wird nicht ganz reichen. Ja, nicht ganz sofort, wenn der Drache da ist, aber du gehst ja meistens nicht immer sofort den Drachen an. Deswegen ja das. Die Sandra wartet da schon unten in der Flanke. Wir wissen ganz genau, dass Jhin Air es eventuell versuchen könnte. Aber man hat die Ward gespottet und will deshalb reingehen. Schade. Ich glaube, Faker wäre da unten gesehen geblieben, hätte jetzt nicht der Sweeper noch den Pink Ward gespottet. Natürlich eine schöne Position, wenn du dich selber schon ohne TP da in die Flanke begeben kannst. Ja, jetzt ist TP wieder da. Das ist eine Möglichkeit nochmal, alternativ zum Flash. Maokai steht da schon wieder in den Startlöchern. Ja, den Drachen müssen wir abgeben. Das ist, denke ich, auch die richtige Entscheidung. Wie gesagt, die 2 Flashes waren schon gar nicht so irrelevant. Aber ist er trotzdem. Viel zu spät. Wow. Das war der Drake-Tilt. Sieht nicht so aus, als wäre das Spiel in den nächsten 2 Minuten vorbei. Nee, das glaube ich auch nicht. Es wird wahrscheinlich auch weiter um die Drachen gehen. Ich meine, es kann immer noch sein, dass es auch vielleicht zum Beispiel um den nächsten Dasher geht, den wir ja bisher immer sehr, sehr zügig gesehen haben, dass er angegangen wurde. Aber ansonsten lässt man sich wirklich Zeit und versucht, keine Fehler zu machen. Und das ist halt auch immer das, was ich immer wieder sage. Und das, was in Korea auch wirklich der Fall ist, es ist leichter, auf einen Fehler zu warten, als halt selber ein Play zu versuchen und dabei Fehler zu begehen. Das muss man da wirklich mal so separieren. Ja, vor allem, da die ja so Fehler freispielen in Korea. Das ist einfach, ja. Ich meine, auf der anderen Seite, wenn du ein Play machst, hast du halt das Risiko, dass du einen Fehler machst oder dass es halt eben nicht klappt. Ich würde ehrlich gesagt auch nicht sagen, dass sie Fehler frei spielen, aber sie spielen es halt einfach kontrollierter. Fehlerarm, ja. Oh Gott, das sieht gut aus. Man wird nicht gesehen bisher. Aber es ist ja bloß Trace, die man momentan in Angriff nehmen kann. Und der denkt sich, alles klar, ich bin Poppy. Na gut, ne? Im Endeffekt ist das aber auch der richtige Gedanke als Poppy. Ja. Wenn du denkst, ich bin Soraka, dann läuft bei dir im Kopf. Das ist nicht ganz richtig, als Poppy. Ja. Baron nur noch 1 Minute. Das heißt, man sollte auch dahin anfangen, langsam Kontrolle aufzubauen. Man muss natürlich bei SKT daran denken, dass man die Midlane immer noch mit rauspushen muss, was aber gar kein Problem ist. Also der Mid-Inhibitor ist da noch der, den du am leichtesten verkraften kannst. Und ist jetzt auch gerade wieder respawned. Dementsprechend ist jetzt wieder alles offen. Und wir können davon ausgehen, dass der nächste, wenn vielleicht maximal die nächsten beiden Teamfights, wahrscheinlich auch das Spiel entscheiden werden. Kommt immer darauf an, wie sauber die Teamfights sind und wie viele beide Teams dort an Spielern hergeben müssen. Oh, Turmschuss interessiert die Poppy gar nicht, ne? Doch, ist ja komplett egal. Ja, die. Ich meine, wenn du dir die Armbauwerte anguckst mit dem Sunfire, mit der Kettenweste und mit dem Randuins, was du dort im Inventar hast und auch das Eisborn, das Eisgeborene, gibt ja auch noch.
ordentlich Armor-Werte dazu. Da ist so ein Turret-Schuss komplett egal. Ja, und deswegen auch letzter Atemzug hier sehr, sehr wichtig. Das ist eine gute Wave, sollte sie wie egal sein. Faker schon in Position für die Flanke, aber sehr weit rausgedrängt wieder von Trace. Also das sehen wir, ist immer wieder der Schlüssel. Trace gegen Faker. Der Turm hat nicht mehr so viel Leben. Pilot willst du mal, jetzt try nochmal. Ja, kann hier nicht verhindert werden. Und obwohl sie drei Türme mehr haben, hat SKT mehr Gold. Das ist halt beeindruckend. Aber hauptsächlich durch den Farm zu erklären. Wobei wir inzwischen sagen müssen, die Goldunterschiede sind kaum noch egal. Es ist halt bei dem einen oder anderen noch ein Item, das beendet werden muss. Die Supports, die brauchen natürlich auch ein bisschen mehr. Das ist aber ganz normal. Als Support möchtest du ja den Inventar auch eher noch ein bisschen benutzen können. Allein aber überleg mal, ne? 1000 Gold. So, aufs ganze Team runtergerechnet, sind 200 Gold pro Person. Was kannst du für 200 Gold kaufen, was jetzt nicht ein Board oder ein Trank ist? Ne? Es ist an der Stelle komplett irrelevant. Wir haben natürlich eine Lissandra, die relativ effizient ist mit Full-Item-Build, aber dennoch hat sie bis diesen einen Power-Spike und wir haben jetzt einen Asi im Late-Game, der halt super stark ist. Ja, der haut alles weg. Und wir haben es eben auch bei dem Turret gesehen. Der ist so ekelhaft im Zone mit seiner Reichweite. Ja, das ist der Punkt, Jhin. Er hat die bessere Reichweite. Und das ist natürlich auch nochmal eine Möglichkeit, solche Türme zu belagern, das Spiel zu gewinnen. Vor allem Belagerung mit Azir. Ja, das ist halt doppelt gut, weil er hinten nochmal absichert mit einem Turm. Da muss SKT eigentlich mehr Profit aus ihrem Doppelteleport schlagen. Wobei Faker sucht jetzt aber die Flanke. Ja, Faker hat seinen Teleport aber auch schon genutzt. Ist aber auch okay. Er kommt da gerade kostenlos hinten rein. Wird ja, jetzt gespottet. Ja. Da muss er wirklich aufpassen, dass er selber dann nicht engaged wird. Kann zwar viel Zeit rausholen über Ultimate und Hourglass, aber ob das dann manchmal so reicht, ist eine andere Frage. Da kommt er. Oh, das müsste Pilot doch sehen, aber Trace hat interrupted. Oh, Trace ganz stark. Azir wollen sie wohl trotzdem hinterher. Mal wieder das Duell Faker gegen Trace, aber jetzt gegen Trace zu gehen, ist genau richtig. Immer auf den flankierenden Spieler, wie ich so schön sage. Festgefroren und Trace raus. Oh, da lief einiges falsch bei Jhin Air. Das wird auch der Nasher sein, an dem Punkt für SKT. Zwei Mann bekommen. Ohne Probleme wirklich. Ich meine, da ist Faker wirklich nicht reingekommen. Trace wieder wunderbar reagiert, hat ihn sofort rausgesaunt. Und trotzdem muss man da als Nidalee abgeben. Und auch hinterher nochmal den Trace. Ja, es war genau richtig gespielt. Hier vorne SKT immer auf die Flanke gehen. Hier angetäuscht mit der Sibir. Natürlich sowas sehr, sehr gut möglich. Und jetzt gibt's den Baron für SKT. Und den kann natürlich Jhin Air nicht verteidigen. Vor allem jetzt mit dem Baron hat auch SKT das mit den Türmen zu belagern. Hier sehen wir es nochmal, was passiert ist. Ah, Wink wurde halt einfach zu Tode. Bam! In der Front. Und jetzt Kusen versucht halt zu disengagen mit dem Ultimate. Kommt ein bisschen spät, hätte man vorher benutzen können. Und zu reengagen. Über das Culling sprechen wir nicht. Oh, vor allem die Poppy-Ultimate mit der eigenen unterbrochen. Das ist jetzt halt viel zu viel CC. Maokai fliegt nochmal hinterher. Der CC von Faker ist halt kontinuierlich wirklich auf ihm drauf. Und jetzt hat man halt wirklich alle Möglichkeiten am Drücker zu sitzen. Teleport ist auch wieder bei beiden gleich vorhanden. Man hat den Nasher-Buff, man hat alle Flashes wieder ab. Außer den von Bang, der ist aber nicht so wichtig. Also jetzt kann man wirklich anfangen, auf SKT-Seiten wirklich das Game ins Rollen zu bringen. Ja, ja das weil sie keine so große Reichweite haben, brauchen sie den Baron-Buff, um hier wirklich effektiv an die Türme zu kommen, weil Nidalee-Speere und natürlich auch Nasir, das hat alles Reichweite, um solche Vasallen zu bekommen. Auch hier wäre ein Kommando-Banner wäre gar keine so schlechte Idee, um ehrlich zu sein, denn ja, das ist sogar was, was man tatsächlich auf einem Maokai hätte bauen können. Aber das Problem ist, der braucht gegen Trundle eben die Quecksilberschärfe. Aber sie nutzen es jetzt auch wirklich aus, dass sie Doppelteleport haben, indem sie auf allen drei Lanes präsent sind, um diesen Baron-Buff optimal nutzen zu können. Ja, und das ist genau der Punkt. Man wird den Drachen jetzt noch mit oben raufnehmen. Danach wird man richtig anfangen, Druck aufzubauen. Das ist auch genau das, was sie jetzt machen müssen. Sehr, sehr schön, dass man auch sieht, dass Teleports halt auch passiv mehr oder weniger verwendet werden können, einfach nur, weil sie da sind. Ja, vierter Drache jetzt auch bekommen. Also für SKT geht es momentan wirklich ins Rollen rein. Ist auch so eine, ja, psychologisch wichtige Marke, Baron Buff, daraufhin den vierten Drachen bekommen. Ja, da weißt du, du hast momentan das Spiel eher zu deinen Gunsten kippend. Ja, wir haben im letzten Game schon gesehen, auch der fünfte Drache ist da gar nicht so, kann da gar nicht so ausgeschlossen werden. Und wenn der erstmal da ist, dann überrollst du alles. Der fünfte Drache, der ist mehr wert als so ein Nasher-Buff. Ja, True Damage, den du bekommst, alle Stats, die nochmal verdoppelt werden von den bisherigen Drakes, sind halt enorm. Und auch ein Tower Dive ist danach easy. Man muss bedenken, 20% Tower Damage Reduction nochmal verdoppelt sind 40%. Da kriegt so ein Tahm Kench, ein Maokai, der unter den Turret geht, denen ist das komplett egal. Die können jahrelang tanken. Ja, hier könnte der nächste Teamfight passieren jetzt. Nidamee nochmal drauf auf Bang, aber das ist halt wieder ein Tahm Kench. Der schluckt den einfach. Ja, das ist egal. Die sehen wir schon. Lebensraub-Item. Bist natürlich nicht ganz so drauf angewiesen mit deiner Mastery.
Also Faker, muss ich sagen. Und ja, du hast ja natürlich die Quecksil- das Chromsäbel. Faker tut mir schon so ein bisschen leid. Er wird halt wirklich von Trace permanent irgendwo gehandelt. Trace versucht da immer an ihm dran zu bleiben, um einfach zu verhindern, dass er ins Team reinkommt und da irgendwie die Flankierung. Es ist halt die Frage, wer bricht wen ab? Kann Faker die Poppy-Ulti abbrechen? Kann Poppy Fakers Kralle abbrechen? Und einiges. Und schau mal, Wolf jetzt auch seine Items. Gut, tanky, während Trundle da mehr supportive eingestellt ist, weiß er, bekommt die Resistenzen ja über seine Ultimate rein. Ist da also nicht ganz so drauf angewiesen, holt sich da Zekis, um Pilot nochmal mehr Crit-Chance zu geben. Ja, oder um die Zeit, naja, ist da quasi noch ein halbes Item hinterher. Wer sich ein bisschen wundert, ich kann euch verraten, die Supports werden ihre Pink-Mode nicht, ihren Pink-Mode-Slot nicht freimachen, um dann noch ein Item reinzustecken. Früher würden sie, glaube ich, oder eher würden sie die Boots verkaufen, bevor sie das machen. Die Pink Wards sind so essentiell im kompetitiven Bereich, um einfach für Kontrolle auf der Karte zu sorgen. Und da reicht es halt auch nicht aus, irgendwann zwei Yellow Trinkets oder Blue Trinkets zur Verfügung zu haben, sondern die Pink Wards geben dir halt permanent Vision und können halt nicht so einfach angegangen werden. Das ist auch immer so ein wichtiger Faktor. Du kannst den Pink Ward verteidigen, du kannst sie halt auch irgendwie benutzen, um für den Kampf zu sorgen. Vor allen Dingen kannst du die gegnerische Vision damit clearen. Also da werden die immer sehr, sehr hoch geahndet, dass zumindest eine im Late Game noch zur Verfügung steht. SKT jetzt. 6000 Gold. Aber schaut nicht auf die Goldanzeige. Weil, ja, schau auf die Itemanzeige. Tatsächlich ist sogar das Banshees für Cusen geworden. Das macht auch irgendwo Sinn. Wir haben es ja gleich gesagt, so ein Defensiv-Item, um da nicht engaged zu werden, ist okay. Wenn auch das QSS hat immer so ein, zumindest ein kleines Delay, das du meistens abwarten musst. Oh Gott. Oh Gott, wieder Trace gegen Faker. Der hat den echt gefunden. Der hat ihn zum Fressen gern, möchte ich sagen. Der hat da einen Peilsender dran, habe ich das Gefühl. Ja. Der hat da echt einen Peilsender dran. Ich weiß nicht, wie er es macht, aber spannend wird es jetzt um den fünften Drachen. Wellen war halt wieder ausgelaufen. Ist halt auch so gut. Maokai jetzt quasi mit Skimitar am Start. Hat da sein QSS ausgebaut. Er hat keine andere Wahl. Also QSS ist für ihn ein Muss. Gerade wegen der Trundle Ultimate, das würde ihn sonst so viele Stats einfach klauen. Und so, oh, da kommt ein Engage mit Tahm Kench. Und wieder ist es Trace. Oh, der sagt einfach, Tahm Kench Ulti, wisst ihr, was das kontert? Mein Hammer. Okay, merkst du selber, SKT war nicht die beste Idee. Auf der anderen Seite so ein Tahm Kench Ultimate ist halt schwierig im Fight unterzubringen. Aber du hast jetzt die Poppy Ultimate raus. Auf der anderen Seite hast du aber auch das Tahm Kench Ultimate raus. Hast kein Teleport bei Faker zur Stelle. Das heißt, das Engage-Potenzial ist momentan bei SKT nicht so sehr gegeben. Halt maximal wirklich über Maokai und Sivir. Krass ist auch, Nidalee hat inzwischen auch eine Quecksilber-Schärpe. Als APler baust du sowieso nicht so gerne. Plus ihr Jungle-Item sogar verkauft, ja, um die Quecksilber-Schärpe zu haben. Glaub, ja gut, in der Spielphase nochmal durch den Jungle zu gehen, ist auch nicht mehr so wichtig. Ich glaube, ja, gut, was willst du noch holen im Jungle? Die Camps, um Gold zu bekommen, brauchst du halt nicht mehr. Du kannst alles so bekommen. Im Endeffekt ist es halt ein Risiko. Das Einzige, was zählt, ist halt wirklich die Wave-Kontrolle noch, dass du halt einen Slow-Push zum Beispiel reinsetzen kannst in eine Wave, die halt automatisch für dich pusht, damit du Objectives für dich beanspruchen kannst. Oder halt einen Vorteil ausnutzen kannst, der dadurch resultiert, dass die Gegner trotzdem auf die Objekte tunneln. Na, gerade das ist jetzt das Spiel. Einfach nur noch um die Objekte dieser Phase. Na, Gold, egal. Es ist wirklich, ja, oh, das darf nicht passieren, wenn die so an den Inhibitor rankommen. Da muss jetzt SKT drauf reagieren und können natürlich nicht flankieren. Vor allem Azir könnt ihr ein gutes Play machen, hat den Azir-Turm stehen. Och Gott, SKT, das darf doch nicht passieren. Und jetzt kriegen die einfach for free den Inhibitor. Und das ist hier verkehrte Welt. Da geht's rein mit der Kralle auf Chai. Oh, den will man Faker schöpfen. Chai und dann die Poppy-Ulti. Zack, in die Basis. So kann's auch gehen. Ich weiß gar nicht, ob das worth war. Oh Gott. Aber es stirbt halt keiner. Sie haben den Inhibitor bekommen. Ja, wie soll auch einer sterben, wenn er alle raushaut, außer den Tank, den er da stehen lässt? Also ich glaube, das Poppy-Ulti war gerade ein bisschen suboptimal. Da hätte man sich, glaube ich, mehr gewünscht, dass so zwei Leute rausfliegen und man zwei Leute noch drin behalten kann, die man halt aufs Korn nimmt. Aber das war nicht der Bringer. Du hast quasi mit dem Poppy-Ulti die Position wieder zurückgeswitcht. Sie haben sich vorher so schön in Position gebracht. Ja. Der Asi-Tau dazwischen, den Innenpunkt. Ach, ihr wollt in die Basis hier. Ja. Steht nur leider kein Inhibitor mehr. I'm up, Poppy, I'm helping. Trotzdem natürlich wichtig, dass den Inhibitor zu bekommen, kurz vor Drache, vor Baron. Aber jetzt Teleport-Play, vielleicht Faker, Duke, beide wollen da rein. Faker, die Ultimate auch schon wieder da mit der Kralle. Vielleicht schöne Ultimate.
Genauso muss das laufen. Bang jetzt mit dem Kill. Zeit schon mal auch damit in die Überzahlsituation. Und jetzt müsst ihr laufen. Nehmen wir wirklich die Beine in die Hand. Da trifft die Zauberzunge den Trace. Der ist verlangsamt. Aber diese Wand, diese Phalanx, oh Gott, verhindert ihn näher zu kommen. Und damit die Überzahlsituation. Das jetzt zum fünften Drachen. Und damit sollte man auch auf den Baron kommen. Man sieht schon, Bang. Der sagt, was soll ich denn beim Drachen? Den haben wir eh sicher. Jetzt gehen wir schon zum Baron. Verhindern, dass die Gegner nicht bekommen. Ganz alleine ein AD Carry auf Abwägen. Aber man sieht schon, Jhinnia, die haben so viel Respekt vor der Sivir da. Oben eine riesen Wave, oh, die wird noch ein bisschen dauern. Jhinnia, halt dich fest. Nash und fünfter Drache, das wird überhaupt nicht schön werden. Die müssen jetzt was machen, Jungs. Ihr seid zwar in Unterzahl, wir müssen fighten. Ihr ja, müsst da. Was willst du? Unterzahl gegen fünfter Drache kannst du nicht fighten. Ohne Azirwall, ohne alles, aber willst du... Ja... Es ist einfach absolut Worst Case. Sie haben ihre wichtigsten Ultimates raus, sie sind in Unterzahl. Sie kämpfen gegen den, oder sie hätten gegen den fünften Drachen gekämpft und jetzt müssen sie beides abgeben und Wulfter freut sich. Da gibt es auch nochmal ein bisschen Gold für ihn. Ja, einen Item-Slot hat er noch nicht ganz ausgebaut. Oh, sie hätten die Chance gehabt, sie waren so gut in Position. Dieses Poppy-Ultimate hat das alles für sie versaut. Hätten sie an der Stelle ein, zwei Kills bekommen, dann wäre das Game Over gewesen für SKT. Aber an der Stelle natürlich von Faker wunderbar die Flankierung gefunden. Hat halt ein 4, ich weiß gar nicht, ob es vielleicht sogar 5 Mann waren, der dann die Ultimate mit reinbekommen hat. Und Trundle ist halt sofort gestorben. Man konnte bloß noch versuchen, irgendwie rauszukommen. Und damit der Drache und der Nasher natürlich komplett verloren für Jhinnia. Das wird nicht einfach. Also jetzt müssen sie wirklich auf ein huge Misplay von SKT hoffen. Vor allem 644 Vasallen hat Bang schon getötet. Was ein Massenmörder. Das wird schon grau. Und Farmrekord, ich weiß gar nicht, was der Farmrekord ist. Und... Frag mal den guten alten Froggen in den A. Ich glaube, der hat schon mehr. Aber nicht sicher. Ja, ich meine, das war doch der Rekord, das Game in den A. So lange ging. 1 Stunde 15 Minuten oder was es da ging. Ja, ja. Ich meine, Froggen hat da nochmal den Farm-Rekord aufgestellt. Und ich glaube, er hat ihn vorher auch selber gehalten. Aber ich weiß nicht, wie hoch er ist. Das kann ich dir auch nicht genau sagen. Ging das nicht schon Richtung 1000 oder sowas? Ich habe keine Ahnung. War auf jeden Fall ein sehr, sehr langes, verstörendes Spiel. Wenn im Endeffekt ist es ja schön zu sehen, solche Werte, ja. Aber effektiv sind sie nicht wirklich mehr. Ja, ob da jetzt 600 oder 700 oder 800 stehen, also was willst du mit dem Gold machen, ja? Das Gegnerteam aufkaufen und sagen, komm, ich kaufe dir einen Nexus ab oder so. Das Ding ist, die haben ja auch so viel Gold. Ja, du kannst ja nicht mal das Gold irgendwie fürs nächste Spiel aufheben oder so. ...764 wird hier gesagt, wobei jeder andere Werte hat. Das ist das Schöne, ne? Aber die 764, die kommt am öftesten vor. Ja, ja. Aber alle sind dann auch immer überzeugt von ihrem Wert. Ja gut, das ist ja im Endeffekt eine Google-Frage. Ja, ja. Aber wie, du sagst es selber falsch, ne? Froggen in a game. Max CS, keine Ahnung, was man da googelt. Ja gut, aber letzten Endes spielst du nicht für solche Farmrekorde. Nein. Es ist, ich sag ja, das ist schön fürs Auge. Ah, ein Vasallen mehr wäre aber jetzt schön gewesen. Einfach nur um die 666 zu bekommen. Yeah. Zahl des Teufels. So, fünfter Drache und Baron. Jetzt sind sie auch alle gerade ausgelaufen. Also jetzt sollten sie eigentlich einen Turret bekommen können. Ja, fünfter Drache aber gerade ausgelaufen. Rein der Duke, hab gar keine Angst. Jetzt genau, einfach den Turret nehmen, da sollte überhaupt nichts passieren können. Aber sie sind wirklich noch sehr, sehr zaghaft. Das oh, Bang, aber kriegt eine Menge Schaden, Wolf. Das will man, das muss man ausnutzen. Fake, aber wieder dieser Gage und jetzt der Re-Gage. Wahnsinn, was Faker hier rausreißt. Duke auch nochmal als Tank. Viel Schaden genommen, aber es ist einfach komplett ehrenlos, was ein Tahmkench hier machen kann. Ja, der kann auch nochmal Faker mitnehmen. Nimm ihn, nein. Faker ist down und jetzt Jhinnia hat man hier das Spiel verloren, hat Bang hier das Spiel verloren, die Azirwall versuchen hier wirklich zurück zu kiten, haben auch Duke verloren und Bang jetzt Spell Shield. Sie laufen den Liebentor gerade wieder aufgebaut, das war's auch für Wolf, oh Gott, das war's, okay, das war's, das ist vorbei, Schiffel gegen Violet, das ist das Ace. Und sie verlieren das einfach, das gibt's doch nicht. Was ist denn los? Und Bang hätte sogar noch einen Flash gehabt. Einmal ein Misspositioning. Einziger Fehler entscheidet das Spiel komplett. Dazu muss man aber wirklich sagen, es war nicht nur ein Fehler von Bang. Das ist mir im letzten Game auch schon aufgefallen. Er hat sehr, sehr oft einfach Poke for Free genommen. Auch hier eben, dass man nichts mit dem fünften Drachen machen konnte, lag es daran, dass Bang einen Speer gefressen hat.